Im ersten Teil habe ich etwas über dieses Schiffchen erzählt, der Leib, die Seele, das Ruder oder Steuer. Was ich noch vergaß zu sagen, eine kleine Ergänzung, was mir oft auch hilft, dass ich das Gleiche sage, dass auch Jesus zum See Genezareth beim Sturm sagte, sei still und verstumme zu meiner Seele. In Epheser 4, 22 steht, dass wir ausziehen oder ablegen sollen den alten Menschen, der zugrunde geht, wie die trügerischen Begierden. Vers 23 steht dann, lasst einen neuen Geist euer Denken bestimmen. Vers 24 zieht einen neuen Menschen an, der nach dem Willen Gottes geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also es geht darum, dass wir aktiv etwas tun müssen mit dem Herrn Jesus zusammen, den alten Menschen ausziehen und den neuen anziehen. Luther sagte einmal nach der Taufe, das Schwein kann schwimmen und es ist so. Hochsensibilität ist eine Gabe, ich mache dir Mut, es nicht nur als Fluch oder als Last zu sehen. Es ist eine Gabe, die du trainieren kannst auf dem Spielfeld Gottes, wo er dir einen gesunden Rahmen darum herum gibt. Es fängt schon mal damit an, im Erkennen, wie sehr ich selber ein erbärmlicher Sünder bin, der auf die Vergebung von Gott angewiesen ist. Denken wir an das Gleichnis des Schalksknechts, wo der Knecht vor den König kommt mit einer großen Schuld, die er niemals begleichen kann, und er bittet um Erbarmen. Der König erlässt ihm die Schuld. Eine mega große Schuld. Dieser Knecht geht dann raus und sieht einen Mitknecht, der ihm etwas ganz Kleines schuldet, eine ganz kleine Schuld, und er packt ihn und sagt, zahl mir sofort zurück. Der Mitknecht bittet auch um Zeit und Erbarmen, wie er es selber vor dem König gemacht hat, aber er hat keins, er lässt ihn einsperren. Die Diener des Königs kriegen mit, was dieser böse Knecht getan hat, und er kommt wieder vor den König und dieser sagt, du böser Knecht, habe ich dir nicht deine große Schuld erlassen? Hättest du nicht deinem Mitknecht die kleine Schuld erlassen können? Und er lässt ihn abführen in Gefangenschaft. Meine Interpretation ist, also der König ist Gott und wir sind die, die die große Schuld haben vor Gott, die er uns vergibt, die wir niemals hätten oder könnten begleichen. Und wir sollen unseren Geschwistern oder Leuten in der Welt, einfach alle, mit denen wir zu tun haben, die kleine Schuld, die sie uns antun, egal wie groß sie in deinen Augen ist, sie ist immer kleiner als die Schuld, die du vor Gott hast, vergeben. Viele Leute werden abgeführt in Gefangenschaft. Die Dämonen dürfen sie abführen, weil sie unversöhnt sind, weil sie in Bitterkeit leben. Aber weißt du, es ist keine Option, dass unser Vater sagt uns, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. So ist es. Es ist nicht eine Option, es ist quasi ein Gebot. Gott hat uns bei der Bekehrung das steinerne Herz aus der Brust genommen und ein fleischernes Herz gegeben. Und dieses Herz sieht vielleicht so aus. Es ist ein geflicktes Herz, zuerst noch mit vielen Narben. Und dann öffnet Gott mit uns dieses Herz und nimmt Verletzungen, vielleicht Enttäuschungen, Tränen, Wut und Bitterkeit raus und er legt uns die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung hinein.
Und weißt du, dieses neue Herz, dieses neue Herz blüht, so dass es gegen außen sichtbar ist, dass es sichtbar wird, dass Jesus in dir lebt, dass es auf deinem Gesicht, in deinem Leben, in deinem Verhalten sichtbar wird. Weißt du, ich war lange immer wieder verletzt. Verletzt durch meine Herkunftsfamilie, bis ich erkannte, Vergebung allein reicht nicht, es braucht auch Heilung. Und in Bezug auf die Hochsensibilität auch erkannte, dass ich mich selbst nicht so wichtig nehmen darf. Und dann gibt es ja die Bibelstelle, die ich im vorletzten Video erwähnte, wo es heißt, dass wir auch mit Liebe die Sünden des anderen zudecken müssen. Was mir sehr geholfen hat, ist 1. Korinther 13, 4 bis 7. Ich lese es jetzt in meiner abgeänderten Form. Überall, wo Liebe steht, machst du deinen Namen rein. Das tönt dann so. Ich bin langmütig und freundlich. Ich ereifere mich nicht. Ich tue nicht groß. Ich blähe mich nicht auf. Ich benehme mich nicht unanständig. Ich suche nicht das Meine. Ich lasse mich nicht erbittern. Ich rechne das Böse nicht zu. Ich freue mich nicht über die Ungerechtigkeit. Ich freue mich an der Wahrheit. Ich ertrage alles. Ich glaube alles. Ich hoffe alles. Ich erdulde alles. Halleluja. Natürlich wissen wir, dass wir das nur mit Christus können. Aber weißt du, dort, wo ich es nicht kann, Christus in mir kann es. Christus in mir ist nicht wütend. Christus in mir vergibt. Christus in mir ist nicht bitter. Und ich soll es auch nicht sein. Bevor ich rausgehe, bete ich auch immer Gebete, die würde ich dann dir in meinem nächsten Video näher bringen, um ein bisschen vor der Hochsensibilität zu schützen.